Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr dabei seid. Heute genießen wir wieder die absolute Schönheit des Schachs und ich zeige euch eine Perle der Schachgeschichte, eine der schönsten Partien, die je gespielt wurde, und zwar das sogenannte Opera Game oder das Opernspiel, was Paul Murphy mit Weiß gegen den Graf von Braunschweig gespielt hat. Und zwar im Jahre 1858. Ihr seht natürlich auch schon ein bisschen klassischere Bilder. Es ist, heißt Opern Game, weil es tatsächlich während einer Opernaufführung gespielt wurde. Und der Schwarze hat zusammen mit einem anderen Adligen gespielt, eher schwächere Spieler. Wird man an dieser Partie auch so ein bisschen sehen. Nichtsdestotrotz ist das hier wahrscheinlich eine der schönsten Partien, die Morphy je gespielt hat. E4, E5. Springer F3, D6, kann man machen, Philidor. Und jetzt sollte man entweder hier tauschen oder Springer D7 spielen und dann einfach leicht passiver stehen, aber durchaus spielbar. Stattdessen kommt der und der ist schon ein bisschen ungenau, weil jetzt nach dem hat Schwarz ein Problem, weil wenn er jetzt hier wieder nimmt, kann Weiß einfach die Damen tauschen und den nehmen, gewinnt einen Bauern und steht hier im Prinzip schon auf Gewinn. Schwarz kann nicht mehr rochieren, Weiß hat einen Bauern mehr. Steht klar besser. Und deswegen tauscht jetzt Schwarz hier zwischen und nimmt dann da wieder. Damit hat er natürlich aber das Läuferpaar aufgegeben und Weiß entwickelt. Und er nutzt das Ganze jetzt mit Tempo und greift direkt den F7 an. Jetzt kommt Springer F6. Ihr seid dran. Wie kann Weiß den Druck weiter erhöhen? Das ist jetzt ein ganz wichtiger Moment in dieser Partie, um jetzt wirklich so effektiv wie möglich weiterzumachen. Ja, hier darf man nicht so einfach so weiterspielen, wie man auf den ersten Moment vielleicht schnell denkt, sondern muss, ich finde gerade das Wort nicht, vielleicht fällt es euch ein, dann schematisch, genau, schematisch ist das Wort. Man darf hier nicht so schematisch weiterspielen, sondern hier muss man konkret spielen. Könnt ihr mal gucken, ob ihr einen konkreten Zug für Weiß findet. Morphy hat ihn gefunden, ich zeige ihn euch. Nicht Läufer G5 oder so, dann kommt einfach zum Beispiel Läufer irgendwo hin. Hierhin oder auch sogar dieses Schach und danach dann die Rochade, dann steht Weiß immer noch klar besser, aber deutlich stärker ist hier Dame B3. Doppelangriff gegen B7 und insbesondere gegen F7. Was soll Schwarz machen? F7 muss er decken, also kommt der. Und ja, man kann jetzt natürlich auf B7 nehmen, aber Schwarz hat sich einen Plan dagegen überlegt. Er möchte hier mit Dame B4 die Damen tauschen. Weiß hätte jetzt auch einfach einen Bauern mehr, würde super stehen und wahrscheinlich auf Gewinn stehen, also nicht nur wahrscheinlich, es steht praktisch auf Gewinn, aber Morphy wollte mehr und spielt Springer C3, verhindert das mit Schach und deckt auch den E4 und entwickelt noch eine Figur, die vielleicht mal kommt. Schwarz spielt C6, um diese Felder zu decken, Weiß entwickelt sich weiter und auch jetzt wäre es ratsam gewesen für Schwarz, sich irgendwie mit Springer A6 oder so zu entwickeln, auch wenn das komisch aussieht, aber irgendwie Zug machen, schlecht stehen tut er sowieso, der Läufer kommt nicht raus, Springer D7 kann er nicht spielen, weil der B7 hängt. Die weißen Figuren stehen einfach überall überragend. Stattdessen wird Schwarz jetzt aggressiv und spielt B5. Unterentwickelt aggressiv werden ist meistens der falsche Weg und das zeigt uns Morphy hier. Wenn man jetzt einfach zurückgeht, dann hätte Schwarz sein Ziel erreicht. Ja, wenn man jetzt einfach den spielt, dann kann Schwarz jetzt sogar sich entwickeln, weil der B7 nicht mehr hängt und steht hier wieder vollkommen in Ordnung. Der Springer geht nach hier und Schwarz steht nicht mehr schlechter. Deswegen ist B5 schon kein schlechter Versuch, um die Entwicklungsprobleme zu lösen, aber Morphy zeigt jetzt mit Gewalt, dass das Ganze nicht geht. Springer schlägt B5, C schlägt B5, Läufer schlägt B5, unangenehm. Der Springer gefesselt, was soll man machen? Einziger Zug, der. Und jetzt natürlich der ganz logische Zug, überlegt mal Weiß am Zug. Was ist der logische Zug? Natürlich mit Tempo die letzte Figur entwickeln, nicht kurz rochieren, sondern direkt lange rochieren und den Tommy ins Spiel bringen. Droht natürlich jetzt auch einfach hier zu schlagen, weil der Springer eben nicht nehmen kann wegen der Fesselung. Deswegen spielt Schwarz den logischen Zug, Tom D8 und deckt den. Und ja, wie geht's weiter? Morphy spielt das hier einfach im Weltklasse-Stil weiter. Wunderschön. Bam, Tom D7 direkt. Ja. Tom D7, es folgt, wenn der Springer nimmt, fällt die Dame. Also, wenn die Dame nimmt, fällt direkt die Dame natürlich. Und deswegen kommt der Turm, aber der ist jetzt gefesselt und jetzt bringt er den nächsten Turm ins Spiel. Ja,
Ja, durch dieses Qualitätsopfer auf D7 hat Morpheus geschafft, schnell seine Figuren ins Spiel zu bringen. Und insbesondere kann jetzt Schwarz diesen D7 nicht mehr decken. Es folgt Dame E6, ein logischer Versuch, um rauszugehen aus dieser Fesselung und den Damentausch anzubieten. Es folgt Läufer D7. Ja, wenn die Dame nimmt, fällt sie natürlich, also kommt Springer nach D7. Und jetzt hatte Schwarz vielleicht gedacht, ja, vielleicht habe ich jetzt ja die Probleme gleich, komme ich so ein bisschen raus und kann diese Probleme ein bisschen lösen. Insbesondere, weil es nur die Damentausch, dann hat er gar nichts, hat er immer noch eine ganze Figur weniger. Ihr seid dran. Schreibt das Ende der Partie bitte in die Kommentare. Die Partie dauert noch 2 Züge. Es ist ein Matt in 2. Forciert. Und das hat Morphy gespielt. Und ja, diese Partie ist einfach von vorne bis hinten einfach eine Partie aus einem Guss. Eine perfekte Partie. Taktisch immer den richtigen Zug gefunden, im richtigen Moment. Schwarz nicht zum Atmen kommen lassen. Und zu Recht eine der schönsten Partien aller Zeiten. Schreibt die Lösung in die Kommentare. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.